Ja, hallo meine Landratten zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships und heute die Kutuzov da am Start. Ganze hat der Athlet, so sage ich jetzt einfach mal, eingesandt. Vielen lieben Dank an der Stelle dafür und jetzt schau mal, was er hier damit imstande ist zu reißen. Der Beginn, natürlich klassisch World of Warships, nicht so spannend. Er fährt hier von seinem Startpunkt auf C und jetzt ist er auf C angekommen, nimmt hier den Punkt erstmal ein und fängt hier das Nebel an. Und was ich da spannend finde, ist, dass er die Shokaku da gleich sieht und das ist natürlich jetzt auch sein Ziel und er denkt sich, hallo Shokaku, auf dich schieße ich doch da mal. Unfassbar lang die Granaten in der Luft. 12,5 Sekunden dauert es, bis die da ankommen. Aber das ist ihm natürlich jetzt mal erst herzlichst egal. Er bleibt da logischerweise jetzt drauf. Und aus seinem Nebel kann er ja da schießen, wie es ihm beliebt. Zündet da der jetzt auch an. Ja, jetzt fährt sie da auch langsam los. Jetzt merkst du da so, hoppala. So am Start da rumstehen ist vielleicht gar nicht so gut, sondern da sollte man jetzt mal weg. Und jetzt hat er da auch genug davon. Jetzt geht er nämlich auf die Algerie. Bleibt er auch erstmal bei seinen HE-Granaten. Und da sieht man mal die Shokaku, wie die schon brennt. Die hat schon mal richtig Probleme in dieser Runde. Also nicht nur so ein paar kleine, sondern so richtig massiv. Und da hat sie schon dahin gerafft. Also muss man sagen, ein wirklich schlechter Anfang von der Shokaku und natürlich ärgerlich für das gegnerische Team, denn so ein Flugzeugträger, den will man nicht so schnell aus der Runde befördert sehen. Ihm wird es aber natürlich herzlichst egal sein, hauptsache weiter Damage machen. Und natürlich einen Flugzeugträger weniger zu haben, ist schon immer sehr schön. So, die Torpedos, die hat er früh genug sozusagen schon fast erahnen können. Dementsprechend gut ausgewichen, kein Problem. Jetzt geht er hier auf die Stors, anstatt auf die Charles Martel. Naja, wäre ich vielleicht eher auf die gegangen, aber das ist jetzt kleinkrämerisch. New Orleans. Und das wäre vielleicht so langsam mal die Situation, wo er von seiner sehr scheinbar geliebten HE-Munition auch mal auf AP wechseln dürfte. Denn, ja genau, jetzt macht er es auch. Denn die New Orleans, die ist dann nämlich sehr schön seitlich zu ihm. Dreht jetzt rein, also fast eigentlich so ein bisschen zu spät diesen Move jetzt gemacht. Deswegen geht er jetzt auch wieder sofort für HE und bekommt es jetzt von hinten auch noch. So, deswegen nimmt er jetzt den nächsten rauf. Um da wieder sicherer zu sein. Natürlich der ist einer der ganz großen Vorteile, den die Kutuzov so mit sich bringt. Die Nebelwand. New Orleans hat da jetzt wirklich ganz, ganz, ganz wenig Chancen. Sieht ja nicht mal, wo sein Gegner auf ihn schießt. Die Richtung, klar, die kennt er, aber sie sieht ihn einfach nicht. Jetzt zündet er die New Orleans auch noch an. Also hat er alle Hände voll zu tun damit. So, jetzt fahrt er halb fast raus. Kannst du auch nochmal gegen korrigieren. 30 Sekunden hat er noch. Bis der Rauch endet. Ne, 35 sogar. Und jetzt hat er da die New Orleans zerstört. Sein erster Kill in der Runde.
bei Don doch schon 58.000 Damage. Jetzt noch die Bayern daneben ihm. Bayern bekommt da auch schon richtig Druck, die Torpedos. Und die Enterprise macht dann da alles klar. Drei Schiffe auf beiden Seiten schon versenkt. Beide mit zwei Caps, also da sehr ausgeglichene Runde. Auch die King George wird da selbstverständlich mit HE begrüßt. Da ist es aber auch definitiv wieder sehr sinnvoll. King George da gar keine Schnitte, muss man fast sagen. Sein Team da jetzt mit dem Nachteil, keinen Zerstörer mehr zu haben. Jetzt ist er da leider nicht mehr in der Situation, dass er da auf die King George visuell schießen kann. Oh, 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 Fubuki, ganz nah, Fubuki sieht natürlich das drohende Unheil hier durch ihn. Aber warum schießt er denn nicht drauf? Da hätte er mal mindestens einen Schuss drauf geben können, aber gut. Jetzt denkt er sich, oh, jetzt fahre ich dann doch mal lieber los. Also mal blind reinschießen kann man mal machen. Und auch seine Torpedos darf man da nicht vergessen. Torpedos voraus. Ja, und da kommen sie schon an. Also einen bekommt er da ab. Aber das ist natürlich jetzt seine Chance, das Ganze jetzt klar zu machen. Schießt auch. Natürlich nur ein Torpedowerfer am Start. Also wie gesagt, da meines Erachtens den Fehler gemacht, dass er nicht direkt draufgeballert hat, auch mit seiner Hauptbewaffnung. Natürlich war er vielleicht ein bisschen selber überrascht und dementsprechend verschreckt, aber naja, das hätte er ein bisschen besser machen können. So, und jetzt wartet er hier auf die Fubuki schon fast. Aber normalerweise mit den einzelnen Torpedos sollte er oder die Fubuki da keine Probleme haben. Natürlich ärgerlich, dass da, wenn es auch nur ein Torpedo war, aber dass der überhaupt getroffen hat, weil jetzt hat er halt nur noch die Hälfte seiner Hitpoints in Summe, 21.000 und die Kutuzov kann sich eben nicht heilen, wie viele andere Schiffe im Spiel. Die hat halt den Nebel, aber eben keine Heilungsoption. Sehr schön hier zurückgesetzt auf dem A-Cap. Denn da will der Gegner den wohl einnehmen. Ist dafür sein Team auf D am Start. Aber man sieht, der Gegner ist von den Tickets her deutlich im Vorteil. So, jetzt aktiviert er da wieder den Smoke, Nebel oder Rauch. Eigentlich kann man alles sagen.
Nicht, dass einer sagt, von wegen, es kommt so und so. Sagt einfach das, wie er es für richtig haltet. Seine Torpedos, die warten dann nur auf ein Ziel. Und, ja, wir sehen ja, so langsam aber sicher kommt die Bayern da daher. Und die könnten die Bayern doch dann jetzt ganz gut überraschen. Bayern sieht nämlich nicht, dass er hier auf ihn wartet. Nebel ist da am Start, also von dem her, die Nebel wird gesehen. Oh, da ja, die fließen nicht schlecht Richtung Bayern. Die kommen gut, die kommen sehr gut. Mal schauen, wie viele da jetzt genau treffen, aber es dürfte eigentlich sogar die Vernichtung einhergehen. Ja, alle oder drei Torpedos, Vernichterschlag und Zerstörung, gar kein Problem. Tschüss Bayern, ist es dann nur am Ende des Tages. Schöner Drop. North Carolina auch sofort mit HE am Beschießen. Am Ende der Runde allein der Brandschaden, den er verursacht haben wird, sind 51.000. Also HE nach wie vor in dem Spiel einfach eine wirklich große Nummer, die man nie unterschätzen darf. Selbst wenn man den Schaden der Granaten vielleicht immer so ein bisschen müßig sieht, aber die Brände, die machen es halt aus. Gerade auf Schlachtschiffen. Hier schon wieder ein Brandherd auf der North Carolina. Und da tickt halt jedes Mal für 400 Schaden das ganze Thema. Sein Großkaliber hat er sich mittlerweile schon gesichert. Die Brände funktionieren weiterhin sehr, sehr gut. So, jetzt lädt er AP. Denkt sich, oh ja, habe ich doch noch ein paar dabei. Bevor hier mein Waffenlager komplett leer ist mit den HE-Granaten, schieße ich mal ein bisschen AP. Und die schauen gar nicht schlecht aus. Und da kriegt er sofort die erste Zitadelle raus auf die Algerie. Und die fahrt natürlich sehr schön seitlich, aber da nur 1000 Schaden. Brennt aber lichterloh. Und mal schauen, was die nächste Salve macht, aber die dürfte eigentlich schon das Todesurteil bedeuten. Und jo, genauso sieht es auch aus. Schön gemacht. Kill Nummer 3. Und da ist die Fubuki wieder zu sehen. Natürlich die will er direkt mit HE beschießen, denn HE macht am meisten Spaß. Die Torpedos auf die North Carolina kommen übrigens ganz gut und auch die Fubuki hat er schön getroffen. Und da sehen wir zwei Torpedos auf die North Carolina mit einem Wassereinbruch. Die heilt jetzt hier fleißig gegen. Hat hier den Wassereinbruch auch direkt repariert. Das sieht jetzt auch er. Und die North Carolina nur noch 1800 Hitpoints. Aber klar, bevor sich der großartig heilt, einfach mal die Salbe draufgesetzt und weggemacht. Vierter Kill, 211.000 Schaden, aber er hat halt selber kaum mehr was, muss man sagen. 10.000 ist ganz schnell weg und die Fubuki ist jetzt hier nicht das unbedingt schönste Ziel, aber er kann auch nur noch darauf schießen, denn die New Mexico ist einfach viel zu weit weg für ihn. Da trifft er auch nochmal. Aber wir sehen, der Gegner, drei Schiffe am Start, sein Team noch mit drei Schiffen, aber der Flugzeugträger, der wird gleich fallen, beide gleich viele Caps. Das heißt, die Runde ist so gut wie verloren, leider. Trotzdem, eine sensationell schöne Runde, 25 Tickets sind es noch, also da muss man kein Hellseher sein. Er müsste die Fubuki jetzt nochmal so treffen, dass er das nach Hause holen kann. Sein Teammate hier hinten ist irgendwie auch so im schon fast Sleep-Mode. Schade daher, die Runde war sehr knapp. Kann man nicht anders sagen. 212.477 Schaden ist auch aller Ehren wert. Aber manchmal soll es halt nicht sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Runde trotzdem mit der Kutuzov zu sehen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.